Hallo und herzlich willkommen zurück. So, Florian treibt hier gerade schon fleißig Sport. Der wird hoffentlich, der wird dann heute auch... Und nein, wer ist das? Eine Unternehmerin. Wow! Hallo, ich bin deine neue Nachbest. Du weißt doch, du bist das heißt ein Schrumpf, bla bla bla, ja. Info zu irgendwas erhalten. Ja, wir haben. Haben wir schon. Wir haben noch nicht abgestimmt. Oder? Haben wir abgestimmt? Haben wir nicht. Hä? Okay. Ach, er ist hier. Ah, er hat noch nicht genug Punkte. Dann, quatsch hier mal mit dem ein bisschen. Vielleicht kriegst du ja noch. Ein paar Punkte vielleicht. So, die textet mich jetzt auch zu. Mit irgendeinem Scheiß. Oh! Profitabel nach cool, cool, danke, dass du mir dein Ohr schenkst. Ich bin US-Sterling, steht zu deinen Diensten und kann mich in der Welt des Unternehmertums und der geschäftlichen Transaktion bestens aus. Möchtest du schnell Geld machen? Natürlich willst du das. Und weißt du. Und du weißt, dass ich der Sternprinz für dich bin. Also ran an den Speck. Je mehr wir mit Dämonen handeln, desto häufiger müssen wir für Nachbarschaft jetzt mit mir abstimmen. Hast du schon mal davon gehört? Es gibt einige wichtige Innenhöhen, die wir für Großverdiener modernen Entwicklung, technische Unterförderung der kreativen Künste. Aber lass dir nicht zu viel Zeit, ich gebe dir ein paar Einflusspunkte, damit du loslegen kannst. Du kannst entweder an einer öffentlichen Abstimmertafel oder sogar in einem eigenen Briefkasten abstimmen. Die Abstimmung endet mit deiner Information. Okay, danke für die Info. Ja, jetzt haben wir auch 10. Ja, ich will noch. Nein, jetzt geht er zur Arbeit und hier sie. Boah, sie verdient so wenig Geld in ihrer blöden Karriere. Bin schon mit ihr abgestimmt. Naja, anscheinend, Naja, was wollen wir hier denn? Freie Liebe? Wir nehmen einfach das hier. Perfekt, er kann jetzt nämlich auch abstimmen. Weil er sich ja engagiert hat, indem er ein bisschen mit dem gequatscht hat. Also man kriegt schon echt schnell, glaube ich, solche, diese Abstimmen. Ja, wir gehen auch mal hier auf das. Okay, man muss eher zur Arbeit. Oh, heute gar nicht. Alles klar. Wir kommen mal nach Hause. Zurück. Können wir mich hier. Logik Level 6 wollen wir erreichen, dann. Das heißt, wir gehen. Wo haben wir denn Schach? Wir haben zurzeit gar kein Schachbrett. Ist das richtig? Okay. Das ist blöd. Oh, uns fehlt einiges. Ich habe zu viel Geld oder zu viele Sachen zu unwichtige Dinge gesteckt. Dann, ich würde sagen, in Android machen wir ein bisschen Geld mit dem, dass wir ihn, boah, die Musik ist ein bisschen laut, die muss ich mal eben, so, boah, war jetzt gerade laut. Gut. Das heißt, wir kaufen mal eben. Boah, war das gerade laufen wieder drei Barker, die wir dann alle transformieren sollen. Boah, der kriegt ja jedes Mal rum, wie ich das. Da ist einfach nichts. Also angeblich kriegt man davon Ruhm.
Okay, er kriegt heute. Oh, da müssen wir. Lektion kluger Hund, ja schön an. Aber ich glaube, wir wollten. Oh, Scheiße, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Oh nein, die Erkennung hat begonnen, die gesamte Hans-Fiskankurve alle außer Florian. Jetzt geht's gleich los und ich muss treffen. Sei da raus, genau. Allein tanzen oder vorgeben, kriegt's halt. Also, alleine tanzen. Geht raus auf die Bühne und beginnt zu tanzen. Tut ihn verrückt, bis ein mutiger Fan auf die Bühne springt und den Fernseher tanzt. Ganz scharf und fremd geben die dann zwischen einem Stern und steigt eine gigantische Dance-Party. Ne, ich glaube, ich wollte in die Personal-Trainer-Richtung mit denen gehen. So. Feuer! 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 Ah, die Tuse muss kommen und das löschen, obwohl er war. Oh, darf nicht zu nah dran gehen. Hui! Wir haben 12. Ach, Versicherung! 12 Dollar gezahlt. So, ein paar platzieren, weil wir auch keinen Mülleimer. Ich hab echt. Ich muss auch nicht killen. Wenn. Also ich bin nicht, hab ihn nicht ausgewählt. Ne, die müssen wir auch nochmal transformieren. Die bringt nicht viel. Komm. Tür abschließen, das ist ein Rahmen. Das Beet können wir behalten. Das packen wir. Ja, wo packen wir das jetzt hin? Es gibt doch, oder nicht? Man hat doch im Trailer so ein. Aber anscheinend ist das vielleicht. Gibt es. Also im Trailer hat man doch so einen Unterstand gesehen, diese. Wo ich gehofft habe, dass es ein platzierbares ob es ist kein platzierbares Objekt. Es gibt halt nur diese Dinger hier. Ich frag mich halt, wenn ich das jetzt hier platziere, das hier drunter stelle, ist das jetzt geschützt? Das probieren wir jetzt einfach aus. Samiko. Hier einmal das. So, bis Pflanzen, okay. Wie viel Geld bringt dieser hässliche Sessel? Perfekt, 600. Dafür kriegen wir doch auf alle Fälle einen Schreibtisch, einen Bubsel nach da. Können wir den Schreibtisch da hinsetzen? Ah, hier. So, dann noch schnell ein paar Stühlchen. Ich habe ja wieso so viel vergessen. Komm voran. Ne, wir nehmen hier. Wir haben kein Geld. So. Dann können wir auch ganz schnell nochmal eben
pack das da jetzt so rein. So sieht der Bauchkacke aus. Wir sind dort, ist das wegen den Fenstern? Ja, dann müssen wir dieses. Wir packen wir von da hin. So, das sieht jetzt besser aus. Und dann kaufen wir auch noch schnell hier den. So, das sieht jetzt richtig aus. Mülleimer und den stellen wir dann hier hin. Perfekt. So, und weiter geht's. So, jetzt haben wir nämlich auch einen Schachtisch, wo wir Logik verbessern können. Ah. So. Gut. Wenn sie das jetzt pflanzt, sehe ich ja sofort, ob das jetzt als geschützt gilt. Ist gepflanzt? Es ist ja nicht geschützt. Okay. Dieses Dach zählt nicht als Schutz. Wie kriege ich das dann? Machen einfach hier ein Schwebedach hin. So, ey, diese Säulen kosten nur 25, ernsthaft? Und ja, mein Weiß. Die sind ja super geil, billig. So. Dann. Es gibt jetzt wirklich eine. Wie cool ist das denn? Es gibt jetzt wirklich eine Dachterne. Wirkliche Dings, aber hier. Wir nehmen einfach so eins und gut ist. Zack. Oh, ist jetzt nicht sonderlich. Ist einfach nur effektiv geschützt. So. Und danach gehen wir mit dem Hund spazieren. Da, kurzer Spaziergang. Der hat eigentlich Hunger, aber egal, hat er auch. Wir haben schon Essen hier in dem Kühlschrank. Ja. Einmal Gemüsetaschen noch. Perfekt. Ah, er ist immer noch angespannt, weil das wegen dem Feuer. Weil Feuer gelöscht hat. Ey, der ist panisch weggerannt und die Tuse muss aus dem Gebäude kommen. Ich freue mich schon darauf, wenn wir gut Geld machen. Ich überlege gerade, weil wir wollten ja noch einen Keller bauen. Wo wir dann quasi so einen, nennen wir es mal, Entertainment-Raum. Also nicht so einen Party-Raum, sondern so, wo Florian der nebenbei seine YouTube-Videos schon drehen kann. Ja, dafür brauchen wir auch richtig Kohle und ich weiß nicht, wie viel Geld er durch seine Beförderung kriegt, ob er so, naja, allein die Treppe, was kostet so eine diese Treppe? Treppe schlägt allein schon mit 100 zu. Und dann ist Kellerraum auch noch was teurer als normaler Raum. Von daher perfekt. Aber wir haben jetzt schon mal was Gartendes. Perfekt. Sind sie selbstsicher, ja, ist klar. Oh ne, jetzt muss die auch noch auf Klo. Wir haben die gerade mit dem Hund weggeschickt. Ja, egal, hat die Pech. Okay, er hört mal auf. So, hör mal auf. Wieso hört er nicht auf jetzt? Ja, im Grund haben wir das Haus fürs Ende, kann man sagen, für. Ja, wir haben es eigentlich. Immerhin haben wir zwei Saarpelle.
Das ist das einzige Gute. Waren halt die 1600, die mir quasi jetzt gefehlt haben. Oh je, yeah, weil es Weihnachten schon. Und nee, dadurch haben wir nämlich hier. Zurzeit machen wir jeden Tag ein bisschen Geld mit diesen. Platten sieht man ja jetzt hier. Plus 10. Und wir verkaufen das direkt. Ich kann jetzt auch immer auf jetzt verkaufen gehen. Jetzt die 6 Simoleons gebracht, steht hier aber. Und so durchzahlen wir zurzeit auch nur 236 Euro. Das ist sehr gut. Also das ist nicht viel. Und desto größer das Haus wird, desto mehr packen wir einfach noch 2, 3 Solarzellen. Dann können wir schon unsere Kosten gut reduzieren, würde ich behaupten. Findest du das Essen nicht lecker? Kabuli? Ist Kabuli gut oder schlecht? Keine Ahnung. Der geht danach auf alle Fälle mal aufs Klo noch und dann. Oh, was jetzt? Nicht so schönes. Ja, und das hier ist schade. Ich kann jetzt hier nicht auf die Aktik hier irgendwie hinklicken und sagen, aufräumen oder so. Oder hier den sammeln oder so. Das wäre noch cool gewesen. Wir müssen. Es gibt hier doch so öffentliche Mülltonnen. Oder nicht? Wenigstens, wo ich drin wühlen kann nach. Echt nicht? Doch! Da! Kann ich nach Einrichtung, nach Essen? Gehen wir dann nach Einrichtung. Hallo, wir sind hier nachhaltig leben, da müssen wir auch gucken, dass wir nachhaltig leben, indem wir nach Möbeln wühlen. So, wenn sie dann gleich nach Hause kommen ist, geht sie aufs Klo. Warte, da stand noch was drin, aber ist das vergammelt? Ach, rutscht dann. Na, was für. Hat die denn schon überhaupt irgendwas kochen? Ach, die hat schon zwei! Die kann schon richtig gut kochen. Ja, das ist so gut. Hier, Tofu. Tacos. Ey, für 8 Essen zahlt die nur 2 Simoleons, weil die. So, das muss ich mir jetzt angucken. Achso, der läuft hier über die Straße. Hier steht niemand, keiner, den ich vielleicht nicht gesehen habe. Nee. Nur diese kleinen, aber die reichen nicht. Das wär nämlich so cool, wenn ich jetzt hier auf den Müll klicken könnte und den aufsammeln könnte und so. Das ist schade. Hier. Da läuft sogar eine Ratte. Und hier stehen. Gibt es da. Boah, das wäre so cool, wenn ich sie als Deko platzieren könnte. So. Nach Einrichtung wühlen, ja. Und er verliert. Wie er dadurch auch einfach kaum Hygiene verliert. Ah, da kam. Oh. Was? Das ist 8000! Ja, geil! Oh, geil. Direkt nochmal nach Einrichtung fühlen. Was für ein Lack! Das werden wir nicht aufhängen, das werden wir sowas von verkaufen. Als ob man da. Bernstein-Orange. Eine Farbe. Nickel nach Essen wühlen. Ist das die gleiche Animation oder eine andere? Das wird die gleiche sein. Ja. Es geht nur was schneller. Wow, wir haben eine Zwiebel. Oh yeah, Ne, wir wollten auf die Bodybuilder. Wollten wir gehen.
Okay, ja, hier. Sport. Okay. Fragen Sie Kunden, ihre persönlichen Fitness- und Gewichtsziele zu realisieren. 47 ist jetzt nicht das Beste, aber. Okay, der muss einfach nur duschen und ins Bett. Ich habe gerade gehört, wie sich da jemand, glaube ich, geschnitten hat. Ey, ich finde es so heftig, dass wir fühlen, ey. Oh, schade. Ist leer. So, steht das jetzt hier, ob ich abgestimmt habe? Ne, das wäre noch cool. Ja, das ist alles nicht vorhanden quasi. Ich wollte gerade sagen, bei Florian so ein bisschen, weil wir halt ja ein YouTube-Video gedreht haben. Ist ja so. Was ja sogar Geld ein bisschen bringt. Oh, ja, er ist gelangweilt, weil. Wegen Arbeit. Boah, keinem geht's gut. Sie ist angespannt wegen Krankheit. Mist, wegen Krankheit. Oh nee. Ist die krank? Warte, man konnte doch irgendwie. Nein, nein, nein. Man konnte doch. Handel kaufen. Lass uns ein Geschenk kaufen. Ah, da. Zack. Ich weiß, man konnte da Medizin. Oh, das sind jetzt fünf, schon wieder fünf. Ach toll. Und wie füllen wir jetzt mit ihr Sozialbedürfnis noch? Die müssen alle pennen. Räumt die nochmal auf. Füllt die Schüssel. Hier spielen. Reden. Spielen. Müsste ja auch sozial füllen, bevor wir die dann auch ins Bett schicken. Ey, ich kann es immer noch nicht glauben, das fischen wir einmal in einem Container. Und was finden? Finden wir in 8. Und ich glaube, das ist mit das teuerste Gemälde in dem ganzen Spiel. Unsere Küche hat auch noch nicht mehr so Spüle. Ich so, hey, wo läuft die denn hin? Oh. Oh. Hier wenigstens ein kleines Blümchen oder so drauf. Aber den Teppich. Ja, Duke, ich bin auf dem Weg, da was reinzufüllen. Perfekt. Sollte rein, dann müsste das ja reichen. Okay, sie muss Montag nicht arbeiten. Er wohl, er auch. Fress 3. Blattschneiderin. Ne, Samensteuerin. Wie wird dann Blattschneiderin? Und Pflanzen sind ja im Blut. Der Chef von Landschaftsgestalt und Erbsen dann. Erbsen haben schon schätzt die Pflanzen ihr Talent entführen. Ist greifbar nah. Wow. Also, die Gärtnerkarriere ist wie oder was ist? Leider, ja. Sehr realistisch, weil echt verdienst du ja in dem Bereich auch so wenig. Das ist ja echt nicht normal.